Punkt vor Strichrechnung. Au! Was hast du denn geschrieben? Also, ich habe mal hingeschrieben, G, Mond ist gleich ein Sechstel, G, Erde. Und, ja, das bedeutet halt dann bei T gleich 2Pi durch LG. So aus LG, hm? Ja, das ist dann halt die Pendellänge durch die Erdbeschleunigung. Und das Ergebnis von der Schwingungsdauer wird dann halt immer größer, weil der Pendel länger, also weiter nach außen geht. Also fassen wir mal zusammen. Wir hatten eben folgenden Vortrag. Es ging darum, dass die Mondbeschleunigung, also wie schnell ein Körper wird und wie viel schneller er wird, nur ein Sechstel der Erdbeschleunigung ist. Hier bei der Erde haben wir rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt also, in jeder Sekunde wird ein Körper drastisch schneller, mit einem bestimmten Wert. Aber davon jetzt abgesehen, das ist jetzt nicht das Wichtige. Und auf dem Mond wird er nicht so schnell. Also wenn ich aus dem Mond Hochhaus springe, dann werde ich wahrscheinlich nicht so schnell unten aufkommen, als wenn ich in der Erde aus dem Hochhaus springe. In dieser Formel ausgedrückt, hatten wir mal gesagt, okay, wir probieren mal aus, ob denn das wirklich schlimmer wird. Das ist die Periodendauer. Das heißt, wie lange dauert das? Dieses T hier. Heißt, Pendel schwingt einmal hin und wieder zurück. In dieser Zeit, also hin und wieder zurück, bis an diesen Umkehrpunkt, UP wie Umkehrpunkt. Das ist die Periodendauer. Jetzt haben wir das mal ausprobiert und zwar haben wir ein Pendel genommen. Ich mache mal eine Skizze. Die Skizze wieder oben einen festen Aufhängungspunkt, Fadenpendel, unten hat man ein kleines Gewichtchen dran. Und dann haben wir das Ding ausgelenkt und haben gemessen, wie lange dauert es. Also wir haben das besser gesagt nicht gestoppt, einmal hin und einmal wieder zurück. Und wir haben ungefähr 2 Sekunden rausgekriegt. Die Länge des Pendels waren 80 cm. Wenn ich jetzt diese Formel mal schnappe und sage, wie lange dauert es wirklich, dann habe ich 2 mal Pi mal Wurzel aus, das sind 0,8 Meter, 0,8 Meter geteilt durch, und jetzt sage ich mal, rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Das wäre ein Doppelbruch, deswegen kommt die Quadratsekunde hier oben hin. Die Meter kürzen sich raus. Und jetzt müssen wir gleich einen Taschenrechner bemühen. Also das heißt, wenn ich die Quadratsekunde radiziere, wenn ich da die Wurzel draus ziehe, es kommen auch Sekunden raus, die Meter sind verschwunden. 0,8 durch 10 ist also dann die Wurzel aus 0,08. Und das müssen wir jetzt eintippen und ausrechnen. Derzeit mache ich mal eine Pause. So, jetzt haben wir das eingetippt in den Taschenrechner. 1,776 Sekunden dauert das. Und das ist wirklich, das kann jeder zu Hause ausprobieren. Die Rechnung ist ganz leicht, einsetzen und so weiter. Und dann aufpassen hier mit dem Taschenrechner, die Wurzel berechnen und dann lieber erst mal 3,14 und dann mal 2 nehmen. Das geht leichter, als wenn ich eintippe 2 mal 3,14 mal und dann Wurzel aus 0,08. Da tun sich manche schwer. Das kommt auch ungefähr hin. Ne? Denn die Wurzel aus 2 mal Pi ist ungefähr ein bisschen mehr als 6. Und dann die Wurzel aus 0,08 muss 0,3 irgendwas sein. Also es kommt schon hin. So kann man das tatsächlich ausrechnen. Ist aber Stoff der nächsten Klassen, liebe Leute. So, also das Thema haben wir soweit durch. Wie gesagt, kommt in späteren Klassen nochmal dran. Ihr habt schon einen Vorgriff gemacht. Freiwillige Hausarbeit fand ich super. Hat Spaß gemacht. Ich denke mal, wir verabschieden uns mit einem Punktrechnung vor Strichrechnung. Tschüss.